Aufnahme starten und herzlich willkommen zurück. Ach, hey, jetzt müssen wir wieder hier anfangen, wa? Naja, wollen wir mal gucken. Warum geht das hier so langsam und so abgehackt? Warum kann ich mich nicht umgucken? Was soll das denn jetzt alles? Ist meine Maus noch im Stissel? Warum kann ich mich nicht umgucken? Was soll das hier? Ah, jetzt geht's, okay. Das Spiel hatte noch gewisse Spastungen gehabt. So. Alles gut. So, diesmal nehmen wir. Diesmal bin ich dafür, dass wir. Haben wir die Axt schon? Nee, da ist doch die Axt. Da nehmen wir die mal mit. Komm, zack, 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 zu. Gelernt. So. Genau. Gut. Baut sich das diesmal genauso langsam aus? Oh mein Gott. So, jetzt geht's. Ich muss mal bei dieser Tante da gleich mal gucken, die herumkrabbelt, ob die irgendwie ein Auge hat für mich. Die sollte ich ja irgendwie sammeln. Ja, es baut sich wieder so kacke langsam auf. Komm raus, wo immer du steckst. Daddy wartet auf dich. Ja, ich kenne es doch schon. Spinn, Pipapo. Aber es baut sich hier echt langsam auf gerade nur, ne? Ich weiß nicht, ob es echt nur mein Rechner liegt. Hier ein Hackeball. Ich kann hier ein Stück hackeln. Ja, das ist die Olle. Ich dachte, ich hab's erledigt. Wo ist dir denn geflogen, Hans? Hä, wo ist dir denn hin? Hab ich die zerfetzt? Hab ich sie zerfetzt? Hä, wo ist denn die hin? Da liegt nur noch eine Bremsspur. Ja, jetzt hat sie jetzt schon mal wieder alles aufgebaut. Ich glaube, in der Stadt konnte ich auch keine Taschenlampe benutzen. Oder so war das doch, ne? So. Und dann waren wir hier oben. Und dann sind wir da unten drauf gegangen. Und warum wir da drauf gegangen sind, das werden wir wahrscheinlich gleich erfahren. Auf jeden Fall habe ich das doch hier übersehen gehabt. Das hier. Taschenlampe an. Dass man hier irgendwas mit der Hand machen konnte. Es gibt viele Dinge, die man mit der Hand machen kann. Da, warte. Ach, herrje. Da haben wir schon das nächste Haus freigeschaltet. Wann werden wir in die Stadt kommen? Wir können, oh. Wo lege ich meine Waffe ab? Wie lege ich sie denn ab? Wie lege ich sie ab? Ab, 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 ab. Seedings. Shutter. Okay, das ist ja noch alles so, wie wir eingestellt haben. Das ist schön, aber ich wollte jetzt wissen, wie man ganz speziell meine Waffe ablegen kann. Das einfach ist, ne? Das hat auch nichts damit zu tun, wenn ich hier jetzt eine andere Waffe finde oder so, ne? Hier lagen doch gestern so viele Waffen rum. Wo sind die denn alle hin? Hä? Und gestern ging ja auch das Licht aus, als ich hier längst gelaufen bin. Ja, ihr sollt nicht hin. Ich soll hier abhauen. Wie werfe ich meine Waffe ab? Das ist interessant jetzt. Das wüsste ich gerne. Mausrad oder so? Nee. Geht hier irgendwann vielleicht Schrott oder so? Mal gucken gleich. Oh, wie werde ich denn meine Waffe jetzt los? Also ich kann hier definitiv nicht rein mit Waffe. Ja.
Und wie werde ich sie jetzt los, verdammt? Kann ich irgendwas droppen? La 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 la. Wie werde ich meine Waffe los? La 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 la. Ist ja nicht mal im Menü angezeigt. Das ist auch sehr, sehr traurig und schade. Wir müssen das mal ganz kurz rausfinden. Ich versuche das jetzt mal ganz kurz rauszufinden. Ganz einfach, ne? Tüdelüdelüdelüd. Okay. Drop ist mit V. Wieder was gelernt, Leute. Okay, wo wir jetzt wohl hinkommen mögen. Ich mag das nicht, wenn wir da uns nicht wehren können, Alter. Wirklich nicht. Das ist echt scheiße. Mal gucken. Aber ich habe auch irgendwie gelesen gehabt, dass Handworld immer am Anfang ziemlich anstrengend war und dann wurde es immer besser und besser. Und es ist nicht lang, das Spiel, ne? Uch, was ist hier los? Hä? Warum kann ich mich nicht bewegen? Wahrscheinlich muss ich da die Textur erst wieder aufbauen oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aha! Guck mal, das ist eine Katzenleiter oder so. Hübsche Bilder. Kann ich alle Türen hier aufmachen? Aber zum Glück ist es jetzt nicht so ein kleines Haus oder so, ne? Wäre echt doof, wenn wir noch viel zu tun hätten hier. Telefon? I've just got word that you've authorized the arrest of Isabel Miller. Also, wie mag ich wohl aussehen? Würde ich so schon aussehen mit Schatten, ey? A few of our residents who are familiar with your work have expressed concerns that you may be abusing the authority I have given. Was war das denn? Was? Hä? Was war? Hä? Hallo? Alter, was für eine schöne Küche. Nicht. Also ein Jalousien runter, ne? Na, könnte vielleicht schön sein, wenn hier mal ein paar Bilder an der Wand hängen würden. Gut, dann folgen wir dir mal ein bisschen. Oh, scheiße. Das sagt mir der Fernseher jetzt, ne? Dass hier irgendwas los ist. In meinem Gebiet sind böse Menschen. Was fliegen hier für Blubbels durch die Gegend? Das... Warte mal. Das ist so ein bisschen wie bei Dings gemacht, ne? Wie bei The Purge. Abgesehen davon, dass da jetzt steht, dass Dinge bei uns in der Nähe sind. Gruselige Dinge. Wie schön, dass hier jemand Klavier spielt. Boah, schade, ich dachte, ich kann das so rüberziehen, Alter. So über ein Klavier immer so. Geht nicht. Schade. Gut, hier kommen wir wohl nicht durch. Tablet. Daniel, I'm growing concerned with the doctor's actions. I know you work closely with him, but I'm also certain of your loyalty to our residents. Keep me posted on his latest research, will you? Hallo, kann ich das wieder wegmachen? Okay. Hä, doof? Wie krieg ich den Zettel jetzt von meiner Nase wieder weg? Ah, genau, okay. Ah, ich hab schon Angst gehabt, dass es hier höher geht. Okay. Ja, warte mal, ich leg mir mal ganz kurz. Es kann ja sein, dass die Kameraeinstellung natürlich ein bisschen doof ist. Aber ich leg mir mal ein bisschen mein Grafikdings über meinen Lüfter rüber. Weil jetzt fängt es langsam an zu spinnen hier wieder. Okay. Hallo, Licht? Oh. Praktischerweise ist die Lampe leer.
können wir uns hier hinlegen zum Muckeln. Hier finden wir einen Schlüssel. Und ab jetzt geht das wieder schlimm los, wa? Scheiße. Tür zu. Oh. Okay, das heißt also... Oh, hä? Moment mal. Ah, da. Schade, dass die Taschenlampe leer ist hier irgendwie, ne? Mit so unpassenden... Momenten. Oh, scheiße. Hier kann man rein. Daniel, I am currently at the council building and will remain here for the foreseeable future. I cannot stress enough how important it is that you remain inside my home. Keep the doors down and prepare for all types of anomaly. I promise your loyalty to the cause will be rewarded. And it starts tonight. Tonight, the council will fall. Das ist alles da zu sehen. Da sind ja die Sachen denn da wahrscheinlich, ne? Hier gibt's ein Gefängnis. Oh mein Gott, ey. Das ist ja nicht so meins. Das ist ja... Ich glaube, neben Krankenhaus, das sind Gruselspielen, der gruseligste Ort, ein Gefängnis. Aber warte mal, unser Dings geht wieder. Taschenlampe. Also können wir jetzt wieder... Haben wir irgendwas mehr sehen soweit? Ne. Ich habe die Maus auch sehr sensibel eingestellt. Das kommt auch noch dazu, ne? Aber, ja, man merkt, der PC wird gerade ziemlich heiß. Trotz all dem. Aber er ist noch lange nicht so schlimm. Oh, doch, er ist schon ziemlich heiß. So, ich glaube, wir können hier wieder raus, ne? Ist das möglich, hier wieder rauszugehen? Da war die Haupteingangstür. Hier können wir nicht raus, ne? Eine Zeitschaltuhr. Ja, gut. Was? Das konnte ich wegen der Farbe nicht sehen. Hier in diesem Haus? Oder muss ich den nochmal anschalten? Geht der irgendwann wieder aus? Das hoffe ich ja nicht. Ach, das ist die hässliche Küche, ne? Huch. Diese Farbe von den Wänden macht mich so ein bisschen irre, ne? Und das Geklimpere, ehrlich gesagt, vom... Irgendwas flackert hier enorm, das Licht, ne? So Taschenlampe flackert wie verrückt. Ja, aber der bleibt ja so, ne? Der bleibt ja gefunden. So, den haben wir doch alle. Oder ist es in diesem Bereich? Aber hier im Haus sind doch nicht noch mehr. Ich meine, ich habe doch alle Türen abgecheckt, oder was? Ach, jetzt die Lampe wieder leer, okay. Und dann dauert das wieder eine gewisse Zeit lang, bis es sich auflädt. Jetzt haben wir es doch. Was für geile Vorhänge die haben. Die gehen eins mit dem Teppich. Wer auch immer hier wohnen mag. Im ersten Moment sah es hier aus, als würde es hier... auch noch hochgehen. Das sieht aber nur aus wie ein Schatten. Ich denke mal einfach, dass wir hier fertig sind, ne? Ich vermute das einfach mal. Dann sind das hier wahrscheinlich in diesem Bereich oder so, ne? Probieren wir mal aus. Kommen wir hier wieder raus? Okay. Wir können hier also noch nicht raus.
Was habe ich denn nicht entdeckt? Ich hab, ja, das ist das. Oh, es piept aber auch ätzend, ey. Das ist natürlich echt mega ätzend, wenn jetzt das Licht nicht geht, ne? Warte mal, das ist eine Tür. Nee, warte mal, das müssten Türen sein, ne? Ups. Hä? Warte mal. Hä, mach die Tür wieder auf. Dankeschön. Aber ich war der Meinung, ich habe mich hier echt überall umgesehen. Oh, bitte Taschenlampe, geht doch wieder. Das Geräusch ist zauberhaft. Hier schimmert ja auch irgendwie so ein Licht durch, ne? Aber es kommt von hier. Da, jetzt haben wir wieder Licht. Aber hier ist definitiv nichts mehr, außer ätzende Geräusche. Und zwei Ecksofas. Wofür braucht man eigentlich zwei Ecksofas? Und mit Klavier hat das definitiv nichts zu tun. Lass mich bitte durch. Warte mal, das gibt's doch hier. Aber wofür habe ich einen Schlüssel denn jetzt? Okay, warte mal. Jups. Ja, aber die gibt's ja in verschiedenen Orten. 100. Aber doch nicht in diesem Ort. Oh. Witch Eyes. Sollen wir herausfinden, wofür die Dinge alle sind hier. Dabei ist das Haus auch gar nicht so gigantisch groß, ne? Jetzt habe ich erst gesehen, dass es hier ein Blutfleck ist. Oder hat sich der erst gebildet gerade? Der hat sich gerade erst gebildet wahrscheinlich, ne? Weil ich stand doch hier schon vorher drauf. Oje, oje. Ist das hier eine Geistertreppe? Das sieht echt aus, als würde es in die Geistertreppe hochgehen. Was haben wir hier? Das sind nur Kaktussen. Kaktussen. Verdammt, die gibt es echt nicht mehr. Ich schwöre. Das war jetzt nur wichtig für... Genau, das hatten wir gerade gehabt. Press Tab to Dings da. Ist hier noch irgendwas? Habe ich noch irgendwas übersehen hier? Ich meine, dieser Raum war ja auch so geheimnisvoll abgeschlossen. Gut, das war klar, um rauszufinden, wo die... Noch Daniel, I am currently at the council building and will remain here for the foreseeable future. I cannot stress enough how important it is that you remain inside my home. Keep the doors down and prepare for all types of anomaly. I promise your loyalty to the cause will be rewarded. And it starts tonight. Tonight, the council will fall. Hier ist noch ein Safe. Genau, da kann ich ran. Das ist ja mal wahnsinnig toll. Na super. Ich darf hier einen PIN eingeben. Und den habe ich jetzt bestimmt irgendwo gelesen, aber nicht gelesen. Ja.
Da war aber nichts drauf, das wüsste ich. Ja, lass das doch. So, dann die nächste Readme-Datei war hier. Hätte ich mal besser zuhören sollen vielleicht, ne? Das Tablet ist egal. Ah ja, hier steht es doch. Irgendwas, warte mal. Aha. Was soll ein X sein? Boah, Alter. Jetzt komme ich gerade mit der Maus nicht hinterher. War doch hier mal noch ein Zettel, ne? Nee, hier war doch ein Zettel eigentlich. Oh, hübsch. Wo war denn noch ein Zettel? Ich komme da voll nicht hinterher gerade, Mann. War da nicht oben? Warte mal. Ups. Hier noch ein Zettel? Boah, Alter, wie das immer hakt, wenn ich am Laufen bin, ey. Ne, hier war auch nichts, ne? Hä, war die Dusche von da auch schon auf? Ja, aber klar. Aber habe ich denn irgendwas... Habe ich irgendwas dabei, was mir einen Hinweis gibt? Nun mach doch Tap. Ich tapp dich doch. Tap, tap, tap. Hä? Wieso kann ich nicht tappen? Was ist das denn? Das Spiel spackt aber auch richtig rum bei mir irgendwie. Da war denn jetzt am Mist. Hä? Mal gucken, dass ich hier mal wegkomme. Damals. Wo bin ich jetzt gerade? Ach, da. Remember X. Ah, oh, hier, der Zettel, ne? Warte mal eben. 1, 3, 4, 2. Warte mal, wollen wir mal gucken. Ja, das ist schön. Kann ich das wegmachen? Hey, wie komme ich denn da jetzt wieder weg? Hey, leg das weg, bitte. 1, 3, 4, 2, sagte ich, ne? 1, 3, 4, 2. So war das X aufgezeichnet. Hä? Ne, warte mal. 1, 2, 3. Oh, warte mal, eben ganz kurz rausgehen nochmal. Huch. Warte mal, was war das jetzt? Vielleicht bin ich auch so dumm. Das kann natürlich auch sein. Aber gib mir doch mal eine Chance, das Ding nochmal wieder zu nehmen. 1, 2, 4, 3. 1, 2. Ne, 1, 2, 3, 4. Der ist auch doof. Ich würde 1, 3, 4, 2 sagen. 1, 3, 4, 2. Eins. Drei. Vier. Aber hier passiert gar nichts. Hä? Eins, drei, zwei, vier.
Jetzt wird's aber fantasievoll bei mir, ne? Alter, was. Hä? Bin ich total dumm im Kopf oder so? Da könnt ihr. Always in X. Also. X. Aha. Ist doch klar, das war die Reihenfolge, wie das X aufgetippt werden soll. Okay. Oh mein Gott. Langsam ist langsam halt. So. Okay, danke schön. So, jetzt wollen wir nochmal gucken, dass wir die Karte nochmal mitnehmen. Okay, die Karte, auf der Karte ist jetzt die, Errungenschaft freigeschaltet. Das ist, auf der Karte ist jetzt die Kirche. Und das ist das Ausgangshaus, denke ich mir mal. Sonst müssen wir müssen alle diese 100, Doctors Collector, hätte ich beinahe gedacht haben. Das heißt, wir können jetzt hier raus, zurück in die Stadt wahrscheinlich. Ja, so ist es. Gott, war das eine schwierige Aufgabe, hä? Eieiei, eieiei. Ich muss sagen, die Uhrzeit jetzt gerade. Oh, wird auch langsam duster, ne? Draußen. Boah. Spooky, spooky. Wenn ich immer mal so nach links wegträume, oder von euch gesehen aus rechts, dann ist das, weil ich hier in mein Aquarium reingucke. Neben mir steht mein Aquarium. Ob das so optimal ist, neben PC ein Aquarium stehen zu haben, das sei erstmal dahingestellt. Der Regen ist weg. So, wir haben hier die Kirche am Start. Okay, können wir die uns irgendwie markieren? Wahrscheinlich wird es hier kein leichter Ausflug. Hier können wir die, oder uns selber, mal gucken, wie wir... Na gut, jetzt ist die Tür offen. Alter, willst du mich verarschen? Dafür müssen wir durch die ganze Stadt latschen hier. Welcome to Hanover. Okay. Vielleicht kann ich hier auch abkürzen, wenn ich hier links laufe. Und dann... Was ist das denn? Gibt's hier denn eine Minimap? Alter, die Musik ist übertrieben. Muss meine Axt hin. Weg. Hat sich jemand halt schon genommen. So, warte mal eben. Mir ist die Musik hier einfach extrem laut. Aber hier kannst du nichts machen, ne? Hier kannst du nur Dings. Visual. Ist ja erstmal egal. Hatte ich das nicht geloadet? Visual Effects? Ja, fuck. Kannst du den. Also zumindest finde ich das einfach nicht. Entschuldigung, liebe Leute, ich muss jetzt mal ein bisschen lauter werden und schreien. Erstmal voll die Mittelalterwaffen hier am Start. Okay, wir können hier tatsächlich direkt durchlaufen. Warte mal. Gott, ist das nervig. Achso, hier muss ich rüber steuern. Hier könnte ich durchgehen. Alter, die Musik ist übertrieben laut. Was soll der Scheiß denn? Da geht's weg. Könnten hier durch den Wald latschen. Oh. Latschen wir durch den Wald. Komm, das kannst du mir nicht erzählen. Es muss dir doch eine Möglichkeit geben, die Musik leiser zu machen. Das ist doch nicht normal, Alter, wirklich.
Das macht mich echt kirre, diese laute, extrem laute Musik einfach. Aber vielleicht muss ich das im Hauptmenü nachher machen. Dann muss ich nochmal reinschalten, wenn ich die mit der Aufnahme vielleicht fertig bin. Okay, lass es mal laufen. Die Musik ist so übertrieben. Und ist ja nicht mal ist ja nicht mal schöne Musik oder so, ne? Ah, der Song scheint zu Ende zu gehen. Ach, es regnet wieder. In Hanwell regnet's andauernd. In Silent Hill gibt es immer Nebel. In Hanwell regnet's. Wir müssen die Stadt aber auch offensichtlich mehr durchforschen, dann, wenn es diese Dr. Collector andauernd irgendwo gibt. Guck mal, hier sind überall die Sirenen. Kann nur einzeln zuschlagen. Man kann nicht, da hinten sieht man schon mal die Kirchenspitze. Was liegt da denn rum? Ich weiß nicht, es erweckte gerade irgendwie so meine Aufregung. Also ist eine Unterhose, wa? Ne, ist eine Windel? Naja, wie interessant. Nicht. Wir müssen hier links gehen zur Kirche. Das ist halt eine große Stadt, ne? Eine große Kleinstadt. Ah. So, ich hätte gern die Axt wieder eigentlich. Wenn ich mal so ehrlich mit mir selbst bin. Oder ehrlich mit mir selbst sein soll. Lass uns doch mal hier auf den Hinterhof. Hinterhof ist auch nicht schlecht. Hinterhof. Da haben wir doch so ein Collector-Ding. Alter, ist das hier. Wird es hier nachts? So schnell jetzt? Ernsthaft? Das macht mir Angst und Bange. Das wäre der zweite von diesen Kollektoren, die ich gefunden habe. Kollektors. Ja, wenn man diese Atemgeräusche, die Popgeräusche ein bisschen zu laut sind. Ich habe mir tatsächlich doch nochmal so einen ganz kleinen Popschutz, den ich hier rüberstülpen kann, bestellt. Ab Montag wird sich dann wohl ein bisschen einiges ändern, wenn ich ab Montag die Aufnahme mache. Ich weiß nicht, ob ich bis Montag überhaupt nochmal dazu komme. Noch. Ich mache jeden Tag ein. Da ist eine schöne Achse. Die sieht auch sehr stabil aus. Alter, 20? Tempo 20? Ernsthaft? Wo sind wir denn hier, ey? In Hanwell. Was für eine Frage, ne? Die Dinger, die Kollektoren, die leuchten ja so ein bisschen. Ja, Plattfuß. Sie nannten ihn Plattfuß. Gut, auf den Straßen gibt es wohl offensichtlich noch keine Feinde. Oder ist die Zeit nicht, die Tageszeit für Feinde? Es kann sein, wenn es Nacht wird, dass dann die Feinde am Start sind irgendwie. Und es wird hier offensichtlich sehr schnell nachts. Gut, aber wir haben es geschafft, zur Kirche zu kommen. Das ist schon mal echt was Berauschendes. Gut. Sag Freuen und tretet ein. Ja, das war ja klar.
Freund. Gut, liebe Leute, jetzt speichert er und ich würde mal sagen, wir belassen das für heute und sehen, was in der Kirche passiert ist in der nächsten Folge oder was das sein wird. Ja, schaltet dann wieder rein. Bis dahin. Ciao, Freunde. Tschüss.